Moin moin Leute, ich bin Lilikopus Brain oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zurück zu einem neuen Part von Deltarune Kapitel Nummer 2. Es freut mich übrigens weiterhin, dass so viele Leute mit am Start sind bei diesem Abenteuer, deswegen herzlichen Dank, wenn du zuschaust, freut mich sehr. Wie ihr seht, wir haben schon sehr, sehr viel Zeit in das Spiel investiert. Wie ich es beim letzten Mal gesagt habe, 506 Stunden bereits. Es ist sehr lange, wie wir hier drin sind. In der Queen's Mansion sind wir stehen geblieben und nicht nur sind wir an ihren Füßen, Kinky, sondern ich denke, wir haben jetzt hier in der großen Mansion eine Menge, was man hier erkunden kann. Weil ich glaube, dass es hier eine Menge Etagen gibt und dass es lange dauert, bis wir irgendwo ankommen sollten. An der Stelle, es gab einen sehr, sehr interessanten Kommentar unter dem Part von gestern. Und zwar, beim letzten Mal, gestern, ist es ja passiert, dass unser Kollege Lancer zu Stein wurde, weil er zu der anderen Welt gehört. Warum passiert das nicht mit Ralsei? Da habe ich mir ehrlich gesagt schon Gedanken gemacht, liegt es vielleicht daran, dass Ralsei der Prinz ist und er der Sohn von dem König, das Königreich und so, und das war seine Welt, deswegen wird er da versteinert. Keine Ahnung, ich möchte auch nicht unbedingt jetzt damit irgendwie Leute zum Kommentieren bringen, die das Spiel schon durchgespielt haben und hier irgendwelche Spoiler reinhauen. Freunde, denkt dran, ich bin nur so weit, wie ich hier gespielt habe. Ne? Where will you go? Das ist halt sehr, sehr geil, weil wir können jetzt überall wieder hin, wo wir hin. You dorned. Wir haben es nicht getan, also wir haben es nicht getürt. Naja. Ein cybernetisches Bücherregal. Es ist ein Buch hier über Shortcuts, die sich später öffnen werden. There's a book here about shortcuts that open up later. Aua. Alleine, dass man jetzt halt wieder an so vielen verschiedenen Orten noch wieder zurückgehen kann, ist ja schon fast immer so der Hinweis, dass man jetzt noch Sachen tun kann, um zu einem besonderen Boss oder so zu kommen. Aber wir werden in diesem Spiel alles finden, was man so finden kann, Freunde, das verspreche ich euch. Ich habe jetzt schon oft die Kommentare, die Frage gelesen, obwohl ich sie eigentlich schon beantwortet hatte. Werde ich den Genocide Run spielen? Höchstwahrscheinlich. Werden wir die Secret Bosse, den Secret Boss spielen? Höchstwahrscheinlich. Freunde, you're in for a ride. Dieses Spiel hier wird noch sehr lange auf diesem Kanal täglich kommen. Definitiv. Willkommen zum Farbencafé. Lass uns deinen Tag erwärmen. Über dich? Ah. Vergebt mir, dass ich mich nicht vorher vorgestellt habe, mein junger Meister. Ich bin Swatch und der große Butler von unserer Lady Grace. Lady Grace? Das ist aber nicht die Queen, oder? Wenn wir nicht gebraucht werden, sind ich und die anderen Leute, die für die Queen arbeiten, benutzen diesen Raum als unser farbenfrohes Geschenk-Shop/Café. Bitte, nimm einfach das, was dein Herz begehrt. Und wir möchten gerne jeden Wunsch erfüllen, den du hast. Mission Statement. Does a woman of our Lady Grace caliber not deserve a coven of powerful men and women to dote upon her every movement? Ob die Queen es nicht verdient, so eine gute Gefolgschaft zu haben. To have rap anthems written to her kindness, which are then bit crushed beyond recognition to make them more computer. To have melons smashed with karate chops repeatedly for no apparent reason. Das ist wahrscheinlich sehr cool, wenn man das jetzt richtig auf Englisch vorliest, denke ich. Da geht es gerade um irgendwelche Fässer. Die Antwort ist ja, Freunde. Warum können wir ihn befragen nach Rule Card? An der Stelle, das ist mir nämlich auch schon aufgefallen. Ihr erinnert euch, als wir in diese Welt gefallen sind. Da ist irgendwas Kleines von uns abgeflogen. Und das ist ja meistens jemand, den wir mitgebracht haben. Und wir hatten in unserem Inventar Lancer und Rule Card. Und Rule Card ist nicht mehr hier. Warum können wir ihn jetzt danach befragen? Rules. Ich denke, ich kenne mich nicht aus mit so einem Gast. Ah, warte. Referierst du vielleicht zu dem dem einzigartigen Mann, der hier reingerannt ist und der Butler Supremes werden wollte? Tut mir leid, aber diese Person ist jetzt gebannt von diesem Establishment. Und sie wird wahrscheinlich auch ein paar Verletzungen bekommen, weil er das getan hat. Naja. Bitte, rede nicht erneut über ihn. Wir möchten immer noch die Würmer sauber machen, die er hinterlassen hat auf dem Flur. Was passiert, wenn wir jetzt nochmal drüber reden? Okay. Hätte ja sein können, dass er jetzt wirklich was anderes sagt. Und dein Outfit. Ah, mein Outfit. Ja, dieser monochrome Look, der ist nicht schlecht, nicht wahr? Sieht echt so krass aus. Ein schwarzer Anzug, ein bisschen farbenfrohes Glas.
Manche Leute haben schon gefehlgeschlagen, als sie versucht haben, diesen Look zu imitieren. Manche sind schon so weit gegangen, um mich zu imitieren, zu impersonieren. Mir sind jetzt erst die Dinger im Hintergrund aufgefallen. Guckt euch die mal an. Die sind ja der Wahnsinn. Um zu dem... wie auch immer. Macaron? Warte, wenn man ihn impersonated, passiert irgendwas? Butt Juice? Buttless Juice, natürlich. Es ist kein Arschsaft. Freunde, es ist kein Arschsaft. 30 HP. Oh, der Royal Pin würde jedem plus 1 geben. Ja, aber der ist, glaube ich, nicht so wichtig. Kaufen wir lieber ein bisschen Butt Juice. Bitte komm bald wieder. Wir warten hinter dem rosé gefärbten Glas auf dich. Okay. Ich würde sagen, wir gucken mal, was hier in der Mansion auf uns wartet. Damn. Ah, ich sehe, du bist aus deinen Räumen entkommen. Naja, wem kann man denn das verübeln, dass er meine glorreiche Mansion sehen möchte? Du wirst deine Augen nicht abnehmen wollen von dieser wunderschönen Kunst. Ich habe jetzt erst gesehen, dass sie gelacht haben. Wir sind nicht hier, um deine dummen Bilder anzugucken. Oh, das war keine Empfehlung. Es war nur eine Warnung. Oh! Bro, was? War das der Schalter für oben eventuell? Ja. Aber da geht's bestimmt weiter, oder? Oh. Du hast ein Revivement gefunden. Ja, das nehmen wir doch gerne mit. Okay, unsere Lebenspunkte sehen auch ganz gut aus. Ich weiß noch nicht ganz so, wie man den am besten ausweicht. Ich war da gerade mitten im Feuer, aber das war ihm zum Glück egal. Interessante Kunst, aber... Okay. Ja, jetzt wo ich weiß, dass ihr alle meine Mansion liebt. Aber wir haben ja ein paar Regeln, die man befolgen muss. Erstmal musst du deine Schuhe abputzen. Zweitens, Spaß haben. Und drittens, du solltest auf die Töpfe hier aufpassen und sie respektieren. Viertens, Spaß haben. Fünftens, es ist ein Duplikat in der Liste. Error. Na super. Oh! Ich habe die Pottery gerade kaputt gemacht. Das tut mir sehr leid. Das wollte ich nicht. Sorry! Swatchlings Boat in. Also. Wenn er blau ist, wollen wir ihn dann coldifyen? Half warm. Half cold. Talked about the crunch of the last pickle. Oh, wir haben darüber geredet, wie crunchy die letzte Gurke war. Aber Swatchling ist schon so kalt, wie er sein kann. Okay, wir haben es perfekt falsch rum gemacht. Willkommen, junger Meister. Young Master! Hat er gerade einfach eine Arschbombe auf uns gemacht? Bro. Okay. Ihn wollen wir also wärmen. Immer noch wärmen. Und ihn wollen wir kalt machen. Swatchling ist jetzt wärmer geworden. Er ist jetzt gelb. Susi redet über Explosion. Er ist noch ein bisschen wärmer geworden. Er ist jetzt orange. Er redet über Ice Cream. Wir müssen die zusammen swatchen. Wir fühlen uns jetzt koordiniert. Oh, wie schön. Das ist ja mal mega cool, dass man die Farben von den beiden swatchen muss. Liebe ich. Ja, von denen wollen wir natürlich auch 5 haben. Es tut mir so leid, dass ich den Topf kaputt gemacht habe. Man hätte es wirklich nicht tun müssen. Okay, hier machen wir jetzt aber keinen Topf kaputt. Shit!
Okay, wir müssen ihn auf jeden Fall wärmen. Ja, ihn wollen wir, glaube ich, einfach nur wärmen, weil wenn alle warm sind, ist doch auch gut, oder? Ja, wir wollen ihn wärmen. Ich wollte so sehr dieses Top-Spiel hier gewinnen. Das könnt ihr mir glauben, das wollte ich wirklich. Unbedingt. I'm so sorry. Ich versuche einfach mal zu sparen, vielleicht klappt's, weil er jetzt gleich schon... Perfekt. Verdammt, dann hätten wir jetzt mit Susi auch schon sparen können. Aber wenn wir jetzt gleich alle gesparrt haben, dann haben wir die auch rekrutiert. Dann haben wir unseren eigenen Swatchling. Oh boy. Oh wow. 69 Leben. Witzig. It's the funny number. Sehr schön. Und rekrutiert. Oh, das hätte man schaffen können. Es war echt schwierig, damit so geradeaus nach unten zu gehen. Hier ist eine 1. Hier steht Task drauf. Okay. Task. 2. Timberly. Task. Timberly. Task. Task. Okay. K. Timberly. Task. Und mit C. Ah, du bist gerade rechtzeitig für deinen Termin. Würdest du mir helfen, diese Paintings zu organisieren? Klar. Ach, wie nett von dir. Also, die erste Frage. Welches Gemälde ist das erste alphabetisch? Task? Task? Das mit C. Was weiß ich noch, wo das ist? Incorrect. Jemand muss dich schlagen. Warum? Warum denn so schnell? Soft Voice? Okay, also wir konnten auf jeden Fall einen schon sparren. Als ob die jetzt auch einfach so eine Peitsche dabei hat. Bro, mach doch nicht so. Order X. Machen wir erstmal nicht, weil wir sparren ihn. S-Action. Gucken, was passiert. R-Action. Gucken, was passiert. Process. Performance Details. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob wir jetzt gleich nochmal das mit den Gemälden machen müssen. Ich habe jetzt gerade wirklich groß, auf großer Ebene echt verkackt. Die hat mich voll hops genommen. Die sagt A, aber es ist B. Das ist gemein. Das macht man nicht. Schade, wir können gerade noch nicht heilen. Sonst hätte ich das gemacht. Und auch rekrutiert. Sehr schön. Wow. Wie kann man so viel so schnell falsch machen und kaputt machen gerade? Das war wirklich nicht so schön. Definitiv nicht. Topcake. Oh, der hat alle geheilt. Oh boy. Das war vielleicht gerade ein bisschen... Das hätte man nicht unbedingt machen müssen. Okay, hier geht's nach oben, aber wir wollen erstmal hier nach rechts, glaube ich. Boah, das war ganz schön knifflig. Da ist er wieder. Die Maus. Ich bin der Hacker. Ich habe ein Gefühl, dass hier eine geheime Hintertür ist in diesem Raum. Aber wo könnte sie sein? Du hast dich in dieser wunderschönen Statue einfach verloren. Verständlich. Du hast das geöffnet und findest die Chainmail. What? 7 Defense. Chainmail. Ja, safe. Bringt die Glow Wrist irgendeinem mehr? Nee. Okay. Okay, also hier ist eine Tasse. Was hat's mit den Tassen hier auf sich? Da ist eine, hier sind auch 2. Läuft er vielleicht da geradewegs hin? Oder bei irgendeiner Statue ist was Besonderes. Wir finden das, Freunde. Wir finden das. Oh ja. Kommt man hier oben zur Tasse? Nein. Oder ist hier gar nichts? Und der nimmt uns nur hops.
brauchte gerade die ganze Zeit Zeit, um hier irgendwas zu finden. Komm schon. Ich habe das Gefühl, dass eine Secret Backdoor in diesem Raum ist, aber wo könnte sie sein? Es kann halt auch sein, dass der einfach Quatsch erzählt, ne? Ein geheimer Schalter! Du hast etwas gehört, was sich öffnet. Ich bin der Hacker. Ich habe das Gefühl, ja. Du hast es tatsächlich gefunden, mein Freund. Noch ein Switch. Was haben wir hier? Es hat ein Schloss, was aussieht, als wäre es unmöglich zu öffnen. What? Excuse me? Save-File für den Secret Boss. Das dürfen wir nicht überschreiben, den untersten. Okay, wir müssen auf jeden Fall an die Orte zurück, wo wir schon mal waren, weil da werden wir etwas finden. Muss ja. Weiß er vielleicht etwas darüber? Talk? Nein. Wir brauchen einen Schlüssel. Trash Zone. Was war bei der Trash Zone nochmal? Da war doch auch eine Tür. Erinnert ihr euch? Hier. Die Tür ist offen. Was? Du willst da wirklich reingehen? Was auch immer, tu was du willst. Hey alle, ich bin's, Spamgy Spammen. Ein Glück. Our Deal. Chris, du kleiner Schwamm. Ich wusste, du würdest hier kommen am Samstagnacht. Heute ist wirklich Samstag. Nach all dem willst du ein Big Shot sein. Aber wie kannst du das sein? Hör zu. In den dunkelsten Gefilden der Queen, in der Mansion. Ein großartiger Deal, der wartete auf dich. Nur für eine bestimmte kurze Zeit. Ein Heaven-Piercing-Workout-Ready-Body. Den würde ich gerne haben, den Workout-Ready-Body. Der ist designed von den... You've come to X, okay. Chris, that little nipper is our one-way ticket to make you big. Make me big. Bevor du es überhaupt weißt, wird es dich auf einen Ritt nehmen durch die Stadt auf unserem Special Kangaroo. Und man wird in brennender Säure Urlaub nehmen, während wir einsinken in Hyperlink Blocked. Aber Chris, du sollst jetzt noch nicht atmen. Der Weg ist verschlossen von einer hochqualitativen Enkryption. Er weiß was darüber. Du wirst niemals reinkommen. Warte, Chris, pass auf. Hörst du diese Ballons? 1000 Kunden. I will let you buy keygen from me at the... Wir kaufen von ihm keinen Schlüssel, sondern wir kaufen einfach einen Crack, um da reinzukommen. Was denkst du? Es ist einfach geschenkt. Ich kack mich ein. Nimm diesen Deal an und du wirst sterben. Es ist so gut. Kauf den Keygen von mir. Geh in den Keller und hol dir die Empty Disc. Okay, über dich. Ich war mal nichts, aber dieser E-Mail-Guy. Außer der E-Mail-Guy. Jetzt bin ich der... Es brennt! Au, stopp, hilf mir, es brennt, Typ! Du bist fasziniert von dieser faszinierenden Transformation. Du kannst das gar nicht glauben und lachst einfach vor dich her. ich werde bald diesen... Suppose that damned clown around town? I'm gonna shoot for the sky. Okay. And get on the path. Er geht auf den Weg zu... The big one. Warum guckst du mich so direkt an? Ich werd so. Hyperlink blockt. Night. Während wir über die Kommunion reden. Chris. Kommunion? Wusstest du, dass der Ritter... Nein, es tut mir leid. Ich wollte nicht. Zu viele Urlaubstage. Ach Gott, geht zu Urlaub, geht direkt in die Hölle. Ich? Freunde? Chris, du und ich? Ich hab dir eine Freundschaftsanfrage schon angenommen. Wir brauchen niemand anderen. We don't need easels or CRTs. CRTs sind so alte Fernseher. Wir brauchen keinen Mann, Frau, Kind zum halben Preis. Wir brauchen nicht Mike. Wer ist Mike?
Mike. Chris, glaub nicht alles das, was du im Fernsehen siehst. Dieser Mann ist ein Krimineller. Das sage ich dir, ein Krimineller. Ich, Freunde. Okay, das hatten wir schon. Mike. Angst. Wovor hast du Angst? Nach der Enzyklopädie Angst zu haben, gibt es nichts, wovor man Angst haben muss, außer... Kann mich jemand hören? Hilfe. Hä? Was? Nein, ich habe nichts gehört. Aber es klang so, als ob er zu dir geredet hat. Bye. Der Deal ist so gut, ich werde mich einkacken. Guck mal, wie viel der Plus gibt für die Attacke. Ich will erstmal den Keygen haben. Man kann den für 3 Chroma kaufen. Oder für 53. ...62. Den will ich direkt zweimal haben. 115, okay. Buy more? Okay, wenn man ihm was verkaufen möchte, dann kauft man einfach mehr. Mission Keller. Was für ein komisches Zeug hast du bei dem Typen gekauft? Ah, ich will es gar nicht wissen. Sie hat gesagt, sie hofft, dass es Süßigkeiten waren, die du mit ihr teilst. Halt die Klappe! Chris? Wir haben leider keine Süßigkeiten, tut mir leid. Okay, Freunde, also wie wir es auch bei Kapitel 1 gemacht haben, habe ich es anscheinend doch geschafft, dass wir jetzt diese Secret-Boss-Mission direkt angehen können. Ich bin sehr gespannt. Das speichern wir auf dem Hauptsave, weil wir haben jetzt ja einen, bevor wir überhaupt hier all das machen. Gucken wir mal. Und wir können jetzt mal gucken, ob das wirklich so krass ist, was wir hier gerade gekauft haben. Ist es das, was wir gekauft haben? Weil die sind nicht gut. Shit. Okay. Chris hat den Keygen benutzt. Wir können in den Keller gehen. Chris? Du willst, dass wir hier bleiben? Nein? Klar, wie auch immer. Ich und Ralsei werden hier auch Spaß haben ohne dich. Warum sieht das aus wie der Weg von Undertale? Also klar, es ist von Toby Fox, dementsprechend Similarities, aber der Weg sieht so ähnlich aus. Freunde, wo gehen wir hier hin? Der Keller. Ihr werdet mich hassen. Ich wünsche euch einen wundervollen restlichen Tag. Und wir sehen uns morgen wieder im Keller. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Beleidigt mich gerne in den Kommentaren, dass ihr es jetzt schon sehen wolltet. Bitte, bitte. Ich brauche das. Freunde, ich möchte wirklich... Ich glaube, das wird hier länger dauern. Dafür möchte ich einen eigenen Part haben. Wir sehen uns morgen direkt wieder, hier im Keller. Ich bin super gespannt, was uns erwartet. Lasst gerne ein Abo da, um den Part morgen um 1:15 nicht zu verpassen. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü. Bitte.